Ja, schön. Moin, moin auch von mir. Gleich mal eins vorweg, wir haben viel zu tun, deswegen werden wir ein bisschen schnell reden, sorry dafür. Und wir müssen ein paar lustige Sachen rausstreichen, deswegen fragt uns das nachher oder trefft uns nachher. Zur Vorstellung, das ist Elias, er ist Theateringenieur, baut normalerweise Maschinen, mit denen Leute in Sekundenschnelle auf Bühnen katapultiert werden und mag das Wasser nicht. Ja, auch guten Abend von meiner Seite. Das ist Nico. Nico liest gerne Untersuchungsberichte zu Schiffsunglücken und er ist in der Seenotrettung tätig, macht zum Beispiel Aufklärungsflüge im zentralen Mittelmeer. Okay, danke, danke. Wir haben ja ein Beratungsgespräch angekündigt, deswegen direkt mal so die Frage ins Publikum. Wer von euch hat denn schon mit dem Bau des eigenen U-Boots angefangen? Okay, ein paar Hände. Und wer ist noch in der Planungsphase? Ein paar mehr. Gut. Geil. Für alle anderen, damit wir so auf denselben Grundlagen starten können, machen wir nochmal eine kurze Wiederholung. Grundlage U-Boot. Also, was brauchen wir? Wir fangen an mit einem Druckkörper. Rund eignet sich besonders gut, ist besonders stabil. Dann als nächstes bauen wir den sogenannten Turm oben drauf, damit das Wasser nicht reinläuft, wenn wir raus wollen. Nächstes Problem, es soll nicht reinregnen, also noch eine Luke drauf. Und damit aus unserem komischen Gebilde jetzt ein U-Boot wird, brauchen wir etwas ganz Wichtiges. Das sind die Tauchzellen oder Tauchtanks. So, damit sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Setzen wir das Ding ins Wasser. Schwimmt es erstmal. Warum schwimmt es? Prinzip von Archimedes. Das U-Boot ist leicht schwerer als das Wasser und würde damit untergehen. Weil Archimedes hat gesagt, dass die Dinge dann schwimmen, wenn sie genauso viel Wasser verdrängen, wie sie wiegen. Also U-Boot leicht schwerer als das Wasser, das es verdrängt, geht unter. Wollen wir nicht am Anfang? Deswegen machen wir in die Tauchzellen Luft rein. Wenn wir jetzt aber bereit sind, dass wir abtauchen wollen, fluten wir die Tauchzellen und zwar so lange, bis sie ganz voll sind, wir sind unter Wasser. Tada! Wie kommen wir jetzt wieder an die Oberfläche zurück? Dafür machen wir einen Trick, wir nehmen einfach Druckluft mit. Mit der Druckluft können wir das Wasser aus den Tauchzellen wieder rauspressen. Wir werden wieder leichter, kriegen mehr Auftrieb und kommen an die Oberfläche zurück. Und da sieht man direkt schon ein wichtiges Prinzip vom U-Boot-Bau. Wir wollen Redundanz haben. Wir haben nicht nur eine Druckluftflasche, sondern zwei dabei. Das eine fällt aus, eine geht kaputt, eine ist leer. Wir können immer noch zurück an die Oberfläche kommen. Also wieder an der Oberfläche. Redundanz hört aber da nicht auf, weil wir wollen weitere Sicherheit haben. Zum Beispiel im Fall unseres U-Boots sieht das so aus, dass wir Ballastgewichte haben. Die brauchen wir in erster Linie erstmal, damit wir überhaupt abtauchen können, damit wir überhaupt schwer genug sind. Aber sie sind abwerfbar. Das heißt, hätten wir jetzt ein Problem unter Wasser, hätten wir nicht genügend Luft dabei, irgendwas anderes, wir können die abwerfen vom U-Boot aus innen drinne, werden plötzlich sehr viel leichter und schießen an die Oberfläche zurück. Okay, zurück unter Wasser. Die Tauchzellen sind super, um uns auf- und abtauchen zu lassen, aber sie erlauben uns nicht so richtig, unsere Höhe gut zu regulieren. Es ist einfach sehr grob, ist kein feinfühliger Trim möglich. Deswegen bauen wir drinnen in die Mitte auch noch einen sogenannten Trimtank ein. Den können wir viel feindosierter mit Wasser oder mit Luft füllen und damit können wir ganz graduell unser Gewicht verändern. Das sieht ungefähr so aus. Was wir bisher gemacht haben, könnte man zusammenfassen unter dem Begriff statischen Tauchen. Wir ändern unsere Höhe im Wasser nur durch unser Gewicht. Hat aber ein großes Problem. Erstens, Wasser hat unterschiedliche Dichten auf unterschiedlichen Tiefen, wegen Temperatur, wegen Salzgehalt, allen möglichen Gründen. Zweites Problem ist, relativ kleine Gewichtsunterschiede reichen aus, um uns weit hoch oder runter zu bewegen. Allerdings tun sie sehr langsam, weil es ist sehr träge, großes U-Boot, Wasser hat viel Widerstand, wir beschleunigen langsam, wir bremsen langsam ab. In der Praxis führt es dazu, dass wir so eine Pendelbewegung haben. Wir steigen ein bisschen auf, dann regelt man dagegen, man sinkt wieder ab. Das können wir verbessern, und zwar, indem wir sozusagen zum semi-statischen Tauchen übergehen. Da bauen wir einfach noch so Thruster an die Seite von unserem U-Boot, die uns entweder Schub nach oben oder nach unten geben können, und damit können wir das viel gradueller einpegeln. In Abgrenzung zu diesen statischen Tauchvarianten kann man auch noch dynamisch tauchen. Das ist vor allen Dingen, was große U-Boote initial machen. Dafür jetzt das U-Boot von der Seite. Wie jedes Schiff, haben auch wir einen Seitenruder, damit wir nach links und nach rechts fahren können. Aber zusätzlich haben wir noch einen Tiefenruder. Das ist ein bisschen dasselbe Prinzip wie beim Flugzeug. Das können wir legen, das wird vom Propeller mit Wasser angeströmt. Wir ändern unsere Lage im Raum und können abtauchen. Okay, das schon mal so zum Tauchen, wie das hoch und runter geht. Dann die große Frage beim U-Boot ist ja immer der Druck. Ich habe schon am Anfang gesagt, rund ist eine ziemlich gute Form, runder Druckkörper eignet sich. Also gucken wir uns mal nur den Druckkörper kurz an.
Wir sind jetzt auf 20 Meter abgetaucht und das heißt, wir haben eine Menge Wasserdruck, die von außen da drauf drückt. Wie viel genau? Na, das kann man relativ einfach quantifizieren. An der Oberfläche haben wir eine Atmosphäre Luftdruck, die auf uns alle jetzt wirkt, also sagen wir ein Bar dazu. Pro 10 Meter, die wir abtauchen, kommen noch mal ein Bar dazu. Das heißt, jetzt auf 20 Metern Tiefe wirken von außen 3 Bar auf dieses U-Boot, auf den Druckkörper. Von innen wirkt aber ein Bar dagegen. Das ist die Luft, die wir mitgenommen haben, in der wir auch atmen. Das heißt, diese Hülle muss jetzt irgendwie diesen Druckunterschied von 2 Bar irgendwie kompensieren, abtragen können. Was heißt denn das jetzt so in praktischen Größenordnungen? Ein Bar ist ziemlich genau, 1 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Das ist so die Fläche von eurem kleinen Fingernagel. Das heißt, jetzt auf jedem Quadratzentimeter dieses Druckkörpers lasten 2 Kilogramm. Aber ist rund, kann das super machen. Im Gegensatz, vielleicht ist den Aufmerksamen von euch schon aufgefallen, das Heck von unserem U-Boot ist sehr nicht rund. Es ist sehr eckig, hat viele Kanten, viele gerade Flächen. Das ist jetzt kein geeigneter Druckkörper. Wenn wir damit jetzt abtauchen, haben wir wieder den Druck, der von außen da drauf drückt. Aber eigentlich kann diese Form, dieses Metall, kann dem gar nicht widerstehen und würde einfach nachgeben, sich zusammendrücken. Das wollen wir natürlich nicht. Also bedienen wir uns eines Tricks. Wir haben einfach Druck, wir machen den Druck genauso von innen, wie wir von außen haben. In unserem Fall machen wir das mit Druckluft. Das heißt, selbes Spiel, 20 Meter Tiefe, wir haben 3 Bar Außendruck, aber jetzt haben wir innen nicht 1 Bar, sondern 3 Bar. Das sorgt dafür, dass wir recht beliebige Formen jetzt bauen können und auch so andere Probleme macht es einfach, zum Beispiel die Propellerwellenabdichtung ist plötzlich drucklos, weil es keinen Unterschied zwischen innen und außen mehr gibt, die abdichten muss. Okay, soweit zu den Grundlagen. Das war jetzt eher so ein bisschen spezieller für flachtauchende U-Boote. Wenn man so zu tief tauchenden U-Booten kommt, hat man irgendwann ein großes Problem. Luft als Tauchmedium eignet sich nicht mehr, weil ab einer bestimmten Tiefe wären einfach die Druckluftflaschen, die man bräuchte, viel zu stark, viel zu schwer, dass man sie nicht mehr mitnehmen kann. Plus in großer Tiefe, dadurch, dass die Luft komprimiert wird, wenn man sie in seine Tauchtanks macht zum Auftauchen, ist so klein vom Volumen, es gibt kaum noch einen Gewichtsunterschied. Das heißt, man würde nur sehr langsam oder sehr schwer auftauchen können. Das will man nicht, deswegen bedient man sich dann anderer Konzepte. Das können wir zum Beispiel uns mal am Beispiel der Triest angucken. Picard hat die gebaut und das war das erste U-Boot, was in der späteren Konfiguration auf dem Boden des Marianengrabens war. Der eigentliche Druckkörper ist nur die kleine Kugel, die unten drunter hängt. Da sitzen die Menschen drin. Die hatte eine Wandstärke von 127 mm, also 13 cm. Und dort saßen 2 Menschen drin. Die Kugel an sich würde einfach untergehen. Um sie jetzt überhaupt schwimmen lassen zu können und graduell auf- und abtauchen zu können, brauchten sie einen Auftriebskörper. Das ist der große Tank, den man da drüber sieht. Weil ich schon gesagt habe, Luft eignet sich nicht mehr, haben sie ein anderes Medium gefunden und das ist Benzin. Benzin ist eine Flüssigkeit, deswegen kaum komprimierbar und es ist leichter als Wasser, eignet sich sehr gut. Im konkreten Beispiel hatten die 120 Kubikmeter Benzin dabei und für die ersten Tauchgänge, die Picard gemacht hat, hatte er nicht ausreichend Geld, deswegen hat er sich das nur geliehen. Okay, so um dann die Höhe zu ändern, hoch runter zu tauchen, dafür benutzen sie einen Eisenschrot, sie haben Ballast dabei, sind am Anfang schwerer, sinken ab, wenn sie wieder auftauchen wollen, lassen den Teil des Eisenschrots fallen auf den Meeresboden, werden wir leichter, tauchen wieder auf. Okay, Grundlagen etabliert. Wo guckt man nach, wenn man sich jetzt bestimmte Fragen hat zu U-Booten? Welches Material kann man nehmen? Wie muss irgendwas gebaut werden? Wie wird irgendwas zertifiziert? Wie wird irgendwas abgenommen? Da können wir euch schon mal, da es ja ein bisschen ein Beratungsgespräch sein soll, verweisen auf dieses großartige Dokument. Das ist von dem American Bureau for Shipping herausgegeben. Das ist so eine Art, das ist eine Klassifikationsgesellschaft, so eine Art TÜV für Schiffe. Und die hat da alles aufgeschrieben von irgendwie, aus welchem Material dürfen Fenster gemacht sein? Wie muss irgendwas getestet werden? Bis hin zu, was braucht eigentlich so ein Mensch am Tag, wie viel essen, wie viel trinken und wie viel pupst er. Also großartiges Dokument, kann man im Internet finden, können wir euch sehr empfehlen, das anzugucken, falls ihr Fragen zu eurem U-Boot habt. Jetzt aber erstmal zu, wie ging eigentlich die Geschichte mit unserem U-Boot los? Ja, cool, also Grundlagen geklärt, jetzt geht's zur Praxis. Wir sind im Jahr 2012. Ich hatte so eine kleine Sinnkrise und gedacht, ich muss endlich mal was Vernünftiges im Leben machen. Und da ist U-Boot ja eigentlich das, was sich anbietet. Also
Am Anfang ging es darum, wie findet man einen geeigneten Druckkörper und was macht man, wenn man irgendwie kein Geld hat und recycelbaren Technikschrott sucht. Man geht ins Internet, in dem Fall auf so ein großes Online-Auktionshaus und nimmt dann mal Kontakt auf mit Leuten, die vielleicht sowas verkaufen wollen. In dem Fall war das eine Propangastank, wie die ganz oft bei so Leuten im Vorgarten stehen, wenn sie nicht an das Gasnetz angeschlossen sind und mit Gas heizen zum Beispiel. Hier ist ein Bild, wie ich das gerade abhole. Um mit der Rennleitung nicht gleich irgendwie in Diskussionen zu kommen, habe ich das auch gleich als U-Boot deklariert und falls Fragen aufkommen, ist da vielleicht noch Gas drin oder so. Gesagt, getan, gleich angefangen. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wir brauchen irgendwelche Druckkörper, wo wir Wasser oder Luft reinmachen. So sah meine erste Konfiguration aus. Hier rechts und links sieht man schon diese Druckluftflaschen für Druckluft, die wir mit runternehmen. Und eben das sind so 4 Tauchzellen. Meine Idee damals war, dass man das Ganze ins U-Boot selber einbaut und dass man auf diesen Tanks am Ende liegt. Ich habe dann so ein halbes Jahr, ein Jahr irgendwie gebastelt und am Ende sah das dann ungefähr so aus. Damals ging ich noch davon aus, dass man rechts und links so Gondelantriebe dran macht, wo dann ein Propeller dran kommt. Jetzt waren auf einmal andere Dinge wichtiger und die Krise so ein bisschen vorbei und das U-Boot ist erstmal in weite Ferne gerückt und ich habe mich um andere Dinge gekümmert, bis wir im Jahr 2019 angekommen sind. So sah es damals aus und ich habe das dann mal wieder vorgekrant. Zu dem Zeitpunkt, wird ja älter, waren die Bedürfnisse auch ein bisschen anders. Ich habe gedacht, ich will vielleicht nicht liegen, ich möchte gerne sitzen. Also habe ich ein neues Konzept gemacht, dass die Tanks vielleicht außen dran kommen. Das sind hier die gelben Teile. Man soll nicht zu viel zeichnen, man soll auch bauen. Das macht eigentlich mehr Spaß, also ging es dann auch gleich los. Und ich habe angefangen, die Tanks eben außen dran zu bauen. Und was man jetzt hier ganz gut sieht, ist, dass auch mehr Platz für Fenster dann ist. Wir haben ja schon über das Heck so ein bisschen gesprochen. Das ist die Rohbauphase, die ihr jetzt hier links seht von dem Heck. Und rechts ist dann so der fertige Ausbauzustand. Da sieht man vor allem die Hydraulik, die da eingebaut ist. Und so in der Mitte, so ein rundes Teil, das ist am Ende das Ende von der Propellerwelle, wo der Motor draufkommt, der die Propellerwelle antreibt. Von innen sah es dann irgendwann so aus und jetzt werden die Bilder ein bisschen cooler, nämlich Serena kam dazu und Serena ist professionelle Fotografin und hat gesagt, das ist ein cooles Projekt, ich will das dokumentieren. Danke Serena und alle Bilder, die jetzt so aussehen, als wenn es jemand gemacht hätte, die das kann, die sind dann eben von ihr. Okay, was man jetzt hier auch schon ganz gut sieht, ist die ganze Verrohrung vor allem und so ein bisschen provisorisch ein paar Kabel. Vor allem sind da jetzt Druckluftleitungen und Wasserleitungen eingebaut. Und dann gab es irgendwann den Punkt, dann war das Ganze fertig und dann habe ich alles wieder ausgebaut und beschriftet und auf Paletten gelegt. Und was ihr jetzt hier auf der rechten Seite gerade noch seht, ist, das Heck war lange Zeit noch nicht dran, weil es ist deutlich einfacher, wenn man die Sachen schon mal einbauen kann, wenn man nicht alles durch dieses runde Maschinenraum-Luke, was ihr da am Ende vom U-Boot seht, durchfummeln muss, sondern das quasi bauen kann. Wie auch immer, das war ja auf jeden Fall der Moment, wo das Heck angeschweißt wurde und dann ging es auch schon gleich weiter nach draußen und wir haben 2 Tage lang alles lackiert mit so einer super orange Turbo-Farbe. Als dann die ganzen Lackreste an der Haut wieder ab waren, irgendwie nach diesen 2 Tagen, wie es dann so oft ist, gibt es irgendwie großartige Hilfe. Ein Freund kam vorbei, der ist Elektroingenieur, und den habe ich dann irgendwie 2 Tage in das U-Boot gesetzt und immer oben so Kabel reingereicht und auch zwischenzeitlich mal Essen. Und irgendwann waren wir dann so an dem Punkt, dass einmal das Licht anging und irgendwie der Rechner hochfuhr und dann konnte Nico da rein und auf dem U-Boot mal Linux installieren. So, jetzt ist es eigentlich schon ganz wohnlich eingerichtet. Das Werkzeug hängt da übrigens, weil es total nervt, immer Werkzeug rein und raus zu schleppen. Und irgendwann habe ich gefunden, dass wir machen da jetzt mal fest ein Werkzeugeck. Von außen sah es zu dem Zeitpunkt dann irgendwie so aus. Und da kann man auf jeden Fall schon sagen, das ist eigentlich ein amtliches U-Boot. Und eigentlich könnten wir jetzt tauchen gehen. Gut. Jetzt mal noch einen kleinen Schritt zurück. Wir müssen uns noch mal ein paar Details auch für euer U-Boot dann entsprechend angucken. Das eine ist die Luke obendrauf. Vielen Dank. Das
ist die, eine Zeichnung von der Luke. Die Luke besteht im Grunde genommen aus zwei Teilen. Das ist einerseits die Luke selbst und eben das Gegenstück, also quasi das Teil, was auf dem U-Boot sitzt, wo auch die Dichtfläche ist, wo auch ein Dichtring ist, der das Ganze abdichten soll. Wir haben ja schon so über Drücke gesprochen und Kraftäquivalente. Wenn man 15 Meter abtaucht, dann ist es ungefähr so, als wenn euer nerviger Nachbar, der jetzt auch noch so einen neuen Cybertruck hat, den genau mittig auf der Luke parkt und ihr nicht mehr rauskommt. Das sind auch so die Kräfte, die das irgendwie abkönnen muss und dementsprechend muss es alles ziemlich genau sein und die Dichtung funktionieren. Gut. Jetzt ist es so, wir können irgendwie Metall ganz gut und das ist eine Schweißkonstruktion und wenn man jetzt Metall schweißt, hat man ein Problem, das wird irgendwie warm und rekristallisiert und dann verzieht es sich. Das ist so ganz normal der Warmverzug. Das heißt, nach dem Schweißen muss man das Ganze irgendwie nachbearbeiten, dass es wieder plan ist und die Dichtfläche funktioniert. Und jetzt gibt es so ein Kriterium, wie groß kann denn so eine Luke sein, die man macht? Naja, in unserem Fall ist das das Größte, was auf die Drehbank noch drauf geht. Also unten könnte man so einen Millimeter vielleicht noch Platz reinschieben. Hier schraube ich das eben hier gerade ganz stolz drauf, bereit zum Nachbearbeiten. Und auf der anderen Seite seht ihr jetzt die fertig bearbeitete Fläche. Super plan, mit so einer Nut reingefräst, wo nachher so ein O-Ring, so ein Dichtring reinkommt. Die Fläche ist Edelstahl, weil das ja nicht rosten soll, irgendwie, wenn da Wasser rankommt. Gut, jetzt ist das Teil fertig und kann aufs U-Boot drauf. Was haben wir gemacht? Naja, wir haben das da draufgelegt und festgeschweißt. Ja, ihr merkt schon, danach war es halt wieder krumm. Blöderweise passte das U-Boot jetzt nicht mehr auf die Drehbank drauf, um es nochmal nachzubearbeiten. Dementsprechend haben wir so eine Konstruktion gebaut. Und zwar ist das eine Radnabe vom VW Golf, wo wir so einen Schleifer dran gemacht haben. Und die Radnabe ist genau mittig jetzt in der Luke ausgerichtet, sodass wir diese Fläche nachbearbeiten konnten. Wir haben, glaube ich, so etwas wie 4/10 nochmal abtragen müssen. Und danach war es dann wieder irgendwie perfekt plan. Und ja, bei der Luke war es einfacher, weil die wiederum musste ja nachher nicht mehr geschweißt werden oder so. Die konnten wir auch auf der Drehbank bearbeiten. Okay. Nächster Punkt, jetzt wollen wir tauchen gehen auf jeden Fall. Und da kann man sich jetzt fragen, wo macht man das denn geschickterweise? Und da gibt es so zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht zu einem See irgendwie um die Ecke, dann habt ihr einen Haufen Publikum und vor allem werden die irgendwie schadenfroh sein und alles besser wissen. Wir haben gedacht, naja, vielleicht brauchen wir eher ein bisschen was, was so mehr so Laborbedingungen nahe kommt. Also haben wir gesagt, wir brauchen einen Pool. Beim Pool gibt es auch wiederum, ihr seht, es ist vertrackt, es gibt wiederum zwei Möglichkeiten, wie man so einen Pool machen kann. Entweder ihr grabt ein großes Loch und füllt Wasser rein oder ihr baut so einen Pool in die Höhe, ähnlich wie so ein Planschbecken zum Beispiel. Und wir haben gesagt, okay, wir machen zweiteres und bauen einen Pool in die Höhe. Tatsächlich haben wir dann lange geguckt, wo kriegt man Material dafür und Stahl ist eben das, was wir können und dann haben wir tatsächlich jemanden gefunden, der uns Stahl geschenkt hat, so eine Rolle Stahl und haben gesagt, daraus bauen wir jetzt den Pool. Nächstes Problem, wie kommt das U-Boot in den Pool rein? Wir hatten nämlich keinen Kran, der das kann. Und dann haben wir gesagt, okay, das Einfachste ist, wenn wir den Pool ums U-Boot drumherum bauen, dann können wir uns den Kran sparen. Jetzt ist es so, hier unten ist schon so die Grundplatte, alles irgendwie dicht geschweißt, das U-Boot da reingestellt und als nächstes eben diesen Pool drumherum aufgerichtet. Hier seht ihr auch so ungefähr die Hebetechnik, die wir zur Verfügung hatten dafür. Der Pool ist 6 Meter im Durchmesser und 4 Meter tief. Da geht wie viel Wasser rein? Ich glaube, es sind so 115 Kubikmeter, also 115.000 Liter. Okay, das ist recht viel Wasser. Ihr kennt das bei so einem kleinen Pool im Garten. Nach ein paar Tagen wird der irgendwie komisch. Da kommen irgendwie Algen, da kommt Dreck rein und so weiter. Das heißt, man muss das irgendwie filtern. Auch da haben wir geguckt, was kann man irgendwie günstig machen und haben so eine olle, nicht mehr funktionierende Filteranlage gekriegt. Zum Glück gab es noch den Elektroingenieur als Experten, der mir gesagt hat, kannst du uns das bitte anschließen? Und der hat es dann für uns auch gemacht. Also auch das war geklärt und wir konnten jetzt endlich Wasser in den Pool reinlassen. Hier sieht man das mal so von oben. Wassermarsch. Es hat 3 Tage gedauert. da ist es jetzt so, wir hatten halt Sorge. Einerseits ist das U-Boot dicht und ist der Pool dicht. Also haben wir Wachschichten gemacht, dass alle paar Stunden mal jemand gucken musste irgendwie, ob schon das U-Boot voll Wasser gelaufen war. Das war zum Glück nicht der Fall. Und das heißt, nach diesen 3 Tagen sah es dann irgendwann so aus.
Jetzt haben wir erstmal angefangen, so erste Tests über Wasser zu machen. Alles, was so stressfrei ist. Vorwärts, rückwärts fahren, tritratralala. Und uns überlegt, okay, wie soll unser erstes Testtauchen denn aussehen? Und haben tatsächlich ein recht umfangreiches Risk Assessment gemacht, um zu sehen, was kann jetzt vielleicht schiefgehen und was tun wir dagegen? Und haben alle Leute, die an dem Tag dabei sind, irgendwie gebrieft, was zu tun ist. Und dann war es tatsächlich so weit, dass man irgendwann wirklich die Luke das erste Mal komplett zumachen konnte und sagen konnte, okay, jetzt wollen wir abtauchen. Wir hatten sogar so ein Szenario, was passiert, wenn das U-Boot abtaucht und sich dreht, auf der Luke liegt und wir nicht rauskommen und auch niemand reinkommt. Nur mal so, um die ganze Dimension dessen zu verstehen. Abgetaucht, total einfach, so sieht's aus. Es lag, wie ihr seht, nicht auf der Luke am Ende, sondern es war alles so wie geplant. Und natürlich, was kommt nach dem Abtauchen? Das ist ja das, was das U-Boot eigentlich dann vom Schiff unterscheidet. Es kann auch wieder hochkommen. Und da Ich gleich noch rüberziehen. Haben wir das Video für euch. Also man kann zusammenfassend sagen, das war total sinnvoll mit dem Pool. Macht das auf jeden Fall. Besorgt euch so einen Ort, wo ihr das in Ruhe testen könnt und keiner nervt oder so. Und wenn was schief geht, wo man entsprechend dann auch irgendwie Hilfe holen kann oder einen guten Plan hat. Okay, weiter geht's. Wir haben ja vorhin schon über so Notfallmechanismen gesprochen. Luft ist alle, Ballast abwerfen. Wir haben uns halt viele Gedanken darüber gemacht, was passiert im dürftmöglichsten Fall. Und was irgendwie klar war, irgendwann gibt es einen Moment, den wollen wir nicht erleben, aber dann müssen wir aus dem U-Boot unter Wasser aussteigen. Und dann gab es lange Überlegungen, wie kann man das trainieren vorher? Es gab mal die Überlegung, das im Rohbau zu trainieren. Allerdings hat ja schon Elias erzählt, die Luke war zuletzt fertig, da war schon lange die Elektrik drinne, also kein guter Moment mehr, das U-Boot volllaufen zu lassen. Und nun hatten wir diesen Pool da stehen. Und wenn man so einen Pool da stehen hat, muss man einfach mal eine Poolparty machen. Und wenn wir eine Poolparty machen, dachten wir, dann brauchen wir natürlich, ist ja ganz logisch, eine Unterwasser-Telefonzelle mit angeschlossener Bar. Genau, wir hatten eine großartige Party, es hat sehr viel Spaß gemacht. Man konnte mit dem Festnetztelefon nach Hause telefonieren. Und irgendwann fiel es uns auf, perfekt, jetzt haben wir eigentlich die perfekte Grundlage. Wir bauen einfach die Original-U-Boot-Luke oben auf die Tauchzelle, auf die Tauchglocke drauf. Und zack, können wir Notausstieg aus dem U-Boot simulieren. Das haben wir dann auch gemacht. Da ist jetzt die Luke oben drauf und haben genau dieselben Sicherheitssachen mitgenommen, die wir auch im U-Boot haben. Das seht ihr jetzt hier auf der linken Seite. Das sind zwei Pressluftflaschen mit Atemregler und haben wieder ausreichendes Briefing gemacht, uns viele Leute eingeladen, die uns helfen können dabei und dann ausprobiert, wie ist es eigentlich, wenn das U-Boot vollläuft. Genau wie im U-Boot, man muss erstmal den Druck ausgleichen, das Wasser steigt und irgendwann kann man dann die Luke aufmachen und aussteigen. Und da gibt es dann auf jeden Fall den Moment, wo es ein bisschen mulmig wird, weil das Wasser steigt und steigt und steigt, man kann nicht nach oben weg, weil irgendwie die Decke da ist. Das hat alles mit Bravour funktioniert. Wir haben uns überlegt, wie können wir das irgendwie noch ein bisschen stressiger für uns gestalten. Wir waren einfach viel zu ruhig. Es war überhaupt kein Notfall. Also haben wir gesagt, okay, wir nehmen nicht zwei Tauchflaschen mit, sondern nur eine und müssen die ganze Zeit hin und her reichen. Das war auf jeden Fall ein bisschen intensiver, wenn man dann da drinnen steckt und irgendwie das Wasser einem weit bis über die Nase steht und man keine Luft in dem Moment hat. Aber auch das haben wir hinbekommen und haben uns eigentlich sehr gewappnet gefühlt. Was braucht so ein Test? Natürlich am Ende noch ein richtiges Logo und Patches. Okay, nächste Frage, die immer kommt, wenn man so ein U-Boot baut, nehmt ihr auch Sauerstoff mit? Und Leute, die das fragen, gehen, glaube ich, davon aus, dass man immer nur einatmet, aber man atmet eben auch aus. Und das müssen wir uns mal ganz kurz angucken, nämlich wir atmen CO2 aus. Und es ist so, das CO2 ist giftig und das CO2, was sich dann ansammelt beim Ausatmen, wird schneller giftig, als der Sauerstoff alle ist. Das heißt, das müssen wir irgendwie loswerden. Hier mal so eine Einordnung. Bei 0,5% ist so der Grenzwert für die Belastung am Arbeitsplatz. Bei 5% wird es dann irgendwie komisch und danach bleibt man wahrscheinlich auch tot irgendwie so. Also ist die Frage, wie werden wir das CO2 im U-Boot los? Und da gibt es jetzt sogenannten Atemkalk. Das kommt in so Kanistern und sieht so ein bisschen aus wie Katzenstreu. In Wirklichkeit ist das aber Calciumhydroxid und das reagiert mit dem CO2 aus der Luft zu Calciumcarbonat. Wir haben euch mal die Formel da aus dem Datenblatt eingeblendet. Ich
für alle Chemiker. Was dabei auch noch ein bisschen rauskommt, ist Wasser. Woher kommt das Zeug? Es gibt es in Narkosegeräten auf jeden Fall, wo man das braucht. Und vor allem Kreislauftauchgeräte haben sowas. Allerdings auch in Raumschiffen kann man sowas verwenden und eben in U-Booten. Gut, wie viel kann das jetzt speichern? So ein Kilogramm von diesem Granulat Atemkalk, das ist jetzt mal konservativ gerechnet, das kann so circa 100 Liter CO2 unter Atmosphärendruck an sich binden. Also haben wir uns so einen Topf gebaut, einen sogenannten Absorbertopf, und das da reingefüllt. Und da gehen 4 Kilo rein, also haben wir 400 Liter Absorptionsleistung. Wie viel CO2 macht so ein Mensch? Auch das ist jetzt wieder konservativ, was ihr da seht. 1 Liter CO2 pro Mensch pro Minute. Das ist schon, wenn man eher ein bisschen arbeitet und vielleicht Stress hat. Wenn man gerade meditiert, dann ist es durchaus auch 0,5 Liter CO2 pro Mensch pro Minute vielleicht. Also, konservative Rechnung ist immer gut bei U-Booten. 2 Menschen würde also heißen, 200 Minuten Absorptionsleistung sind jetzt in diesem Topf drin. Wenn ihr da jetzt mehr braucht, ist eine Variante, ihr baut halt noch so einen Topf oder noch so einen Topf. Oder man könnte auch, und das haben wir gemacht, einfach so einen Reservekanister mitnehmen im U-Boot und das unter Wasser dann vielleicht neu befüllen, wenn es mehr Zeit haben muss. Dieses spezielle Granulat hat noch so einen Vorteil, das hat einen Indikator mit drin, das verfärbt sich, wenn das gesättigt ist, das wird so violett. Das ist nochmal ganz gut, auch zur Gegenkontrolle, und deswegen auch so ein Acrylglaszylinder ganz praktisch ist. Okay, jetzt so die reine Existenz von diesem Granulat, diesem Zylinder, hilft euch noch irgendwie gar nichts. Die Luft aus dem U-Boot muss da durch. Und da haben wir ziemlich lange rumgefummelt, und man kann auf jeden Fall zusammenfassend sagen, so Axiallüfter, wie ihr die kennt vielleicht auf der Grafikkarte oder so, die machen vor allem viel Volumen, aber wenig Druck. Das ist nun so, das Granulat hat halt einen gewissen Strömungswiderstand, und der ist nicht ohne. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall viel Druck, und da sind so Radiallüfter, die so auf so einem Hamsterrad so ein bisschen aussehen, deutlich geeigneter. Also wenn ihr sowas vorhabt zu bauen, nehmt gleich so Radiallüfter, die mehr Staudruck haben. Also hier ist so das Verhältnis 3,5 zu 20 Millibar. Okay, das Teil gebaut, super. Als nächstes mussten wir das testen und vor allem auch überwachen. Getestet haben wir das einfach durch Einleiten von CO2 aus so einer Flasche mit einer einstellbaren Menge, und wir haben uns so ein Gaswarngerät besorgt. So Gaswarngeräte, die kennt man von der Feuerwehr, aus dem Bergbau oder Leute, die in so Kanalschächten arbeiten, die haben das dabei, und da werden verschiedene Gase gemessen. Die Gase, die uns interessieren, in dem Fall ist eben CO2, das ist hier dieses schwarz hinterlegte auf der linken Seite, und der Sauerstoffgehalt, der hier mit 20,7 steht. Okay, da haben wir so ein Gerät, wir können das überwachen, das haben wir immer im U-Boot entsprechend dabei. Wir haben uns dafür so eine orangene Variante entschieden. Es gibt es aber auch von anderen Firmen mit anderen Farben. Noch schnell zum Sauerstoff. Das war ja die Eingangsfrage. Ja, wir haben auch Sauerstoff dabei. Hier seht ihr so eine Sauerstoffflasche. Auch da ist es so, grob über den Daumen gepeilt, konservativ, 1 Liter Sauerstoff pro Person pro Minute kann man rechnen. Und wir haben auch da wieder 2 Flaschen genommen. Ihr seht wieder Redundanz. Und haben jetzt für 16 Stunden Sauerstoff in diesen Flaschen dabei. Was kann man daraus lernen? Redundanzen, Systeme testen und vor allem, wenn ihr ein Problem habt, Ruhe bewahren. Das gilt in vielen Situationen im Leben, aber eben auch da, weil wenn ihr Ruhe bewahrt, hält die Luft deutlich länger da drin. Okay, der erste Test im Pool war erfolgreich. Es war klar, wir wollen weiter raus, wir wollen nicht mehr nur im Pool tauchen, wir wollen in den See. Stellt sich aber das Problem, wie kommt das U-Boot jetzt in See? Wir können ja schlecht den See um das U-Boot drumherum bauen. Also brauchen wir diesmal einen Slipwagen. Gesagt, getan, das haben wir dann auch fix mal eben gebaut. Nachts. Ja, das war, glaube ich, so eine sehr schnelle Tagesaktion. Da hatten wir jetzt aber ein Problem. Oder eine Angst, sehr vielmehr gesagt. Wir mussten das U-Boot ja über sehr weichen Seegrund schieben. Das U-Boot wiegt vielleicht so 3,5-4 Tonnen irgendwo in der Drehe mit dem Slipwagen, nicht leicht. Wir hatten große Angst, dass es einsinkt. Deswegen haben wir uns für so eine Mad Max-Style Slipwagen entschieden, mit fetter Doppelbereifung, großen Reifen, um auf jeden Fall nicht dieses U-Boot im Schlick stecken zu haben. Okay, den See, den wir uns ausgesucht haben, und die Slipstelle waren gefunden. Normalerweise sind die halt recht steil, damit das Boot schnell genügend Tiefgang hat und schnell schwimmt von dem Trailer runter. Und normalerweise schiebt man das mit einem Auto oder mit einem, vielleicht einem LKW da rein. Unser Problem war jetzt an dem See, die Stelle, wo wir es reinschieben wollten, ist sehr flach. Und ihr könnt ja sehen, das U-Boot hat vielleicht so 1,70 Meter Tiefgang, auf dem Wagen sind sicher 2 Meter, bis es frei schwimmt. Also wir müssen das reinschieben, bis wir 2 Meter Wassertiefe haben, das war ganz schön weit.
Da hatten wir jetzt einen großen Vorteil. Wir haben Waldi kennengelernt. Und Waldi fährt ein Amphibienfahrzeug, genannt Amphi. So ein ehemaliges Zweiter Weltkrieg US-Armee-Gerät. Das hat schon mal kein Problem. Das kann einfach in den See reinfahren. Super. Aber das hat ein anderes Problem. Ab ungefähr einem Meter Wassertiefe schwimmt das Ding einfach. Dann hat es überhaupt gar keinen Schub mehr, keine Traktion mehr. Es kann uns nicht mehr schieben. Also mussten wir was zwischen uns bauen. Und das war dann am Ende eine 16 Meter lange Schubstange. Ihr seht jetzt nur die Hälfte, keine Sorge. Die wir zwischen Slipwagen und Amphibienfahrzeug gespannt haben. Und es hat alles funktioniert. Wir waren im Wasser. Okay, ready für den Tauchgang? Ja, noch nicht ganz. Wir haben noch eine Sache, die wir klären müssen. Wir wollen gerne ein Kommunikationssystem haben, um mit dem Begleitboot oder mit den Leuten an der Wasseroberfläche zu reden. Ein Kabel ist irgendwie, hat das Problem, das kann abreißen oder das kann sich irgendwo vertüdeln, außerdem ist es irgendwie uncool, also sollte es drahtlos sein. Nun ist es so, Funkwellen funktionieren unter Wasser überhaupt gar nicht gut. Das sind elektromagnetische Wellen, die werden absorbiert vom Wasser, da ist ziemlich schnell Schluss. Was gut funktioniert unter Wasser, das kennen wir von Walen, das sind Schallwellen, also Ultraschall. Wasser, das hatten wir schon gesagt, ist nicht komprimierbar, deswegen wandern eben da Schallwellen auch entsprechend gut durch. Also haben wir geguckt, was können wir nehmen? Wir brauchen jetzt ja so eine Art Antenne, um die Schallwellen ins Wasser zu kriegen. Das waren so die Teile, die wir gefunden haben und das sind so piezokeramische Transducer, also Schallwandler. Okay, Piezokeramik, was ist das eigentlich? Das ist ein abgefahrener Stoff, wenn man da eine Spannung anlegt, ändert das seine Form. Und das funktioniert auch andersrum. Wenn man die Form von der Piezokeramik ändert, dann gibt es wieder eine Spannung ab. Das kennt ihr aus dem Feuerzeug zum Beispiel. Da ist ja dieser Drücker, da schnippst du ein kleiner Hammer auf so eine Piezokeramik, die wird verformt, erzeugt eine Spannung und die entlädt sich dann in diesem Funken, der das Feuerzeug anmacht. Also im Grunde das Zeug, also mal geguckt, was können wir irgendwie Größeres kriegen, was da funktioniert. Und was ihr jetzt hier ganz links seht, das ist so ein Echolotgeber vom Schiff. Wenn man beim Schiff wissen will, wie tiefes Wasser unter einem ist, macht man das mit so einem Echolot. Das heißt, man sendet ein Schallsignal direkt nach unten und wartet jetzt ab, bis das Echo von unten wieder hochkommt. Und die Zeit kann man messen und daraus auf die Wassertiefe schließen. Weil wir wissen, dass ungefähr 1500 Meter pro Sekunde die Schallgeschwindigkeit im Wasser ist. Das nächste, was wir da sehen, ist so ein Schallwandler aus einem Ultraschallreinigungsbad. Und diese Scheibe wiederum da in der Mitte ist eben auch aus irgendeinem Reinigungsgerät. Diese drei Schallwandler, die wir da jetzt sehen, haben so alles zusammen eins gemeinsam. Die senden halt nur in eine Richtung. Ist klar, beim Echolot, ich will ja nicht zu den Seiten messen, ich will ja nach unten messen. Das ist also wie so eine Art Richtantenne. Das ist nun für uns aber nicht so richtig geeignet, weil wir ja nicht wissen, wo das Schiff unbedingt ist und am liebsten zu allen Seiten senden wollen. Ein bisschen recherchiert und gefunden, es gibt auch solche Rohre. Und die Rohre ändern jetzt ihren Durchmesser, wenn man da die Spannung anlegt. Und das heißt, ihr seht schon, die senden jetzt eben so kreisrund um sich rum, aber nicht nach oben und nach unten. Das war so der Kompromiss, den wir da irgendwie eingehen mussten. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Wir haben nämlich geguckt, okay, wie kriegt man denn jetzt da überhaupt so ein sinnvolles Signal raus. Und wir haben eine konstante Spannung angelegt und über so eine konstante Wechselspannung angelegt und haben über so einen Frequenzbereich geguckt, wie groß ist denn der Strom, respektive wie groß ist eigentlich die Leistung, die wir aus diesem Ding rauskriegen. Ihr müsst Folgendes im Kopf haben, wenn ihr sowas macht. Die Teile haben halt so eine Maximalspannung. Das ist ungefähr so wie zu Hause bei der Musikanlage. Wenn ihr jetzt immer weiter den Verstärker aufdreht, irgendwann brennt die Box durch. Und da ist auch so, also ihr könnt quasi nur eine gewisse Spannung darauf geben. Und jetzt kann man irgendwie gucken, wo ist der Bereich, wo die meiste, wo wir die meiste Leistung rauskriegen. Und da sehen wir, es gibt so Eigenresonanzen. Das liegt daran, wie die halt so gebaut sind, dass die da eben besonders gut schwingen und man da besonders viel Leistung rauskriegt. Nun ist es so, wir wollten gerne Sprache übertragen und um Sprache zu übertragen, braucht man eine gewisse Bandbreite. Also es ist so 300 Hertz bis 3 Kilohertz, so der Bereich, wenn wir sprechen, den brauchen wir, damit man das Gegenüber auch versteht. Jetzt blöderweise, diese Eigenresonanzen sind halt total schmal und in diesem Bereich kriegt man da jetzt nicht diese Bandbreite von 2,7 Kilohertz drauf, sondern wir brauchen irgendwie eine Linearität da drin. Diese Eigenresonanz zum Beispiel für so ein Echolot ist das total gut oder für so ein Reinigungsbad, weil da ist wirklich die maximale Leistung, da habe ich nur eine Frequenz.
Jetzt haben wir so eine Messkammer gebaut und das war Winter und das ging ziemlich lange. Jetzt zeigt sich auch so die Komplexität der ganzen Geschichte. Das ist da hinten so eine kleine Badewanne und da ist jetzt ein Sender und ein Empfänger drin. Was wir halt vor allem gemessen haben, sind so Übertragungsfunktionen. Was geht rein und was kommt wieder raus? Und da, und das war uns lange nicht klar, haben wir extrem viele Reflexionen gehabt und eigentlich nur Mist gemessen. Und wenn man auch nur 3 Millimeter irgendwas verschoben hat, war schon wieder alles anders. Und da kamen wir nicht so richtig weiter. Und da, ja, was macht man dann? Man guckt vielleicht wieder in diesem Auktionshaus, ob man irgendwas findet. Und wir hatten Glück und haben so ein kaputtes kommerzielles Unterwasserkommunikationssystem gefunden, haben das reverse-engineert, um zu schauen, wie die das eigentlich machen. Und dabei herausgefunden, die machen das einfach gar nicht da, wo die Eigenresonanz ist, sondern die sind in einem Arbeitsbereich, der deutlich weiter drunter liegt und aber eine gewisse Linearität aufweist. Jetzt können wir uns noch mal ganz kurz folgende Grafik angucken. Im Wasser ist es überhaupt nicht leise, wie man so denkt. Im Wasser ist es total laut. So links seht ihr einen sehr tieffrequenten Bereich. Das sind Wellen vor allem. Es gibt dann Schiffsverkehr mit Propeller und Motoren. Und es gibt atmosphärische Einflüsse. Die sind dann so links. Das ist zum Beispiel Regen. Aber was ihr dort auch seht ist, je weiter man Richtung nach rechts kommt, je höher die Frequenz wird, desto leiser wird das eigentlich im Wasser. Und es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man sowas baut, dass man das in so einen Bereich schiebt, wo es halt leise ist, weil man da halt deutlich größere Distanzen übertragen kann. Also was hilft das, wenn jetzt man gerade reden will und fährt ein Schiff vorbei und dann hört man nichts? Also war das Problem, okay, wir müssen irgendwie diese Frequenz hochschieben. Wir haben jetzt einen Bereich, wo es leise ist und wir haben einen Bereich, wo dieser Schallwandler gut funktioniert. Und dann haben wir so eine Art Funkgerät gebaut mit Einseitenbandmodulation. Und ich habe mir vorgenommen, das in 5 Minuten zu erklären und das schafft man auf jeden Fall nicht. Deswegen jetzt nur ganz grob. Wir haben, das seht ihr auf der linken Seite, unser Nutzsignal. Das sind jetzt mal so 4 Beispiele. Und wir nehmen jetzt mal das Beispiel 1 Kilohertz. Ich pfeife mit 1 Kilohertz in dieses Mikrofon rein. Wir haben das Nutzsignal und wir addieren dazu ein Trägersignal und erhalten unser Sendesignal. Also 1 Kilohertz plus 34,65 Kilohertz Träger kommt dann auf 35,65 Kilohertz Sendefrequenz. Auf der Empfängerseite müssen wir jetzt nur die Trägerfrequenz wieder abziehen. Das heißt, wir empfangen diese 35,6 Kilohertz und ziehen unseren Träger wieder ab, die 34,65, und da haben unser Nutzsignal, diese 1 Kilohertz reinpfeifen, zurück. Das setzt voraus, dass man 2 Oszillatoren hat, die wirklich sehr genau laufen, weil sonst verschiebt sich da was. Sonst wird aus dem 1 Kilohertz vielleicht auf einmal 1,5 Kilohertz und dann klingt die Stimme so wie Mickey Maus. Also nochmal zurück zu dieser Einseitenbandmodulation, weil ich versprochen habe, ich schaffe das. Merkt euch einfach Folgendes. Das Nutzsignal wird um die Trägerfrequenz hochgeschoben. Also die Sendefrequenz variiert als Summe aus Nutzsignal und Träger. Und die Sendeleistung ist dabei proportional zur Nutzsignalstärke. Also je lauter ich da reinpfeife, je mehr sende ich auch. So viel zur Theorie, wir sind wieder in der Praxis, das waren unsere Prototypen und wir haben ziemlich lange rumgefummelt und immer wieder zum See gefahren. Was ihr hier auch seht, ist, unser System läuft auch immer noch mit so Akkuschrauber-Akkus. Das sah dann entsprechend so aus, der Sender blieb am Steg, kommen komische Leute vorbei, fragen, ob wir mit den Fischen reden. Jemand anders fährt raus mit dem Boot und guckt, wie weit das geht. Und irgendwann waren wir an dem Punkt, dass wir 2 Kilometer Strecke mit Ultraschall durchs Wasser überbrücken konnten. Und dann konnte man endlich diese beiden Funkgeräte, die jetzt eben auch senden und empfangen können, in so ein Gehäuse gießen. Weil das total spannend Okay, was können wir daraus lernen? Das ist auf jeden Fall komplexer als ein U-Boot bauen. Das war am Ende auch nicht billiger, als ein funktionierendes kommerzielles System zu kaufen. Aber wir haben jetzt einen Haufen Messtechnik, die man auch für anderen Quatsch gebrauchen kann. Und wir haben zum Kongress die kompletten Schaltungsunterlagen ins Internet gestellt. Und ihr könnt das angucken und nachbauen. Dann habt ihr auf jeden Fall einen besseren Start. Okay, können wir jetzt tauchen? Nein, weil wir sind in Deutschland und wir müssen mal eins, was uns noch kümmern, das ist die Bürokratie. Also, das Problem ist, jedes Sportboot, jedes Motorboot auf Binnenwasserstraßen braucht einfach ein Kennzeichen. Da gibt es irgendwie 2 Varianten. Man kann so ein amtliches Kennzeichen sich holen oder ein amtlich anerkanntes Kennzeichen. Natürlich, naheliegendste, wir wollen ein Motorboot anmelden, also gehen wir zum ADAC. Gesagt, getan, ADAC geschrieben, der hat einen Antrag, hallo, wir hätten hier ein Motorboot selber gebaut, wollen wir gerne anmelden. Die so, ja, gar kein Problem, schickt mal Fotos. Wir haben Fotos geschickt. Und die waren so, nö. Und wir waren so, warum denn nicht? Und die meinen so, naja, es handelt sich jetzt viel weniger um ein klassisches Sportboot als mehr ein U-Boot.
Wir waren kurz davor, mit denen zu diskutieren, dass es doch wohl sehr wohl ein Sportboot sei und jetzt irgendwie wird doch nicht so doof werden, ein U-Boot zu bauen. Da haben wir aber den Tipp bekommen von anderen Leuten, die auch schon U-Boote gebaut haben, man soll einfach zum Deutschen Seglerverband gehen und dort sagen, man hat ein Sporttauchboot gebaut. Und genau das haben wir gemacht. Wir sind da hingegangen, haben einen Antrag geschrieben, haben gesagt, wir würden gerne unser Sporttauchboot anmelden und direkt Fotos mitgeschickt von dem U-Boot unter Wasser. Wir hatten die Fotos aus dem Pool, ja. Und dann passierte 14 Tage lang nichts und wir bekamen den Bootsschein. Also das als ganz klarer Tipp an euch, wenn ihr euer U-Boot anmelden wollt, Stichwort Sporttauchboot beim Deutschen Seglerverband. Wir sind auch in Hamburg übrigens. Ja, und damit hört unser U-Boot jetzt auf das wunderbare Kennzeichen 170953-S. Okay, also wir hatten ja schon besprochen, U-Boot haben wir ins Wasser geslippt, wir haben uns sogar noch einen Sicherungstaucher besorgt für den Tag, wir hatten alles vorbereitet, eine Bootscrew, Verstärkung, alles Mögliche, wir waren ready. Aber wir haben nicht gerechnet mit der Wasserschutzpolizei Groß-Pösner. kaum waren wir draußen und wollten tauchen gehen, kamen die vorbei und meinten so, hallo, können wir mal eine Kontrolle machen? Wir so, naja, klar. Also sind wir zurück zum Steg gefahren, haben uns dort getroffen, Boots. Immer freundlich bleiben auf jeden Fall, das hilft. Haben denen unseren neuen Bootsschein gegeben, haben denen die Befahrensgenehmigung, den Führerschein. Wir hatten einen ganzen Ordner an Papieren dabei, bis hin zum Datenblatt für das Biohydrauliköl. Hatten alles dabei, haben denen das gegeben, die haben sich mal das U-Boot angeguckt und waren groß verwirrt. Zwischenzeitlich haben sie ihre Zentrale angerufen, die Zentrale meinte, also dass sie ein U-Boot kontrollieren würden, die Zentrale meinte, sie sollen ihre Pillen wieder nehmen. Und wie gesagt, sie waren sehr verwirrt. Ist das jetzt ein U-Boot, darf man damit jetzt fahren, darf man nicht tauchen? Diese Verwirrung haben wir ausgenutzt. Stellt sich nämlich raus, es gibt in der sächsischen Schifffahrtsverordnung tatsächlich einen Paragraphen, der das Fahren mit Unterwasserfahrzeugen verbietet. Wir hatten vorher zwei Möglichkeiten. Entweder wir fragen an und finden das dann dadurch raus und haben ewigen Briefwechsel mit denen und Ausnahmegenehmigungen und die wollen Dokumente sehen, oder wir probieren es einfach und leben mit den Konsequenzen. Die Konsequenzen waren dann, die haben ein Jahr rumrecherchiert, versucht rauszufinden, was wir da gemacht haben, versucht, ob noch irgendwo in Sachsen U-Boote aufgetaucht sind, die da illegal fahren wollten, und haben am Ende das Verfahren eingestellt. Wir haben jetzt die direkte Telefonnummer von der Schifffahrtsdirektion in Pirna bekommen und sollen das beim nächsten Mal anmelden. Darauf haben sie uns nochmal sehr hingewiesen. Die Nummer teilen wir auch gerne mit euch, falls ihr eh nicht mal in Sachsen tauchen wollt. Wie gesagt, Verwirrung ausgenutzt, keiner wusste, was genau war. Wir sind auf jeden Fall erstmal tauchen gegangen. Damit... Damit finally jetzt hier ein Video aus dem U-Boot. We are on the ground and we wait here for some minutes on the ground and then we proceed further up, but we let you know. Over. At the moment we are on the ground, over. Okay, then bring away your next call. Hello. Oh, yes? Oh. Das ist ja nicht der Ernst, der Thema. Aber das ist gar nicht. 11 Meter Wassertiefe bei 8 Grad, 8,4 Grad Wassertemperatur, 1,4 Meter bis zum Grund an unserem Heck. Ich mache ein kleines Stück. Genau, also so haben wir am Ende auf ungefähr 11 Metern Tiefe Kuchen gegessen. Okay, was bleibt zu sagen? Wir haben erstmal einen Tag geschlafen, auf jeden Fall nach der ganzen Aktion. Und dann haben wir das U-Boot aus dem Wasser wieder rausgeholt und uns mal alles genau angeguckt. Und dabei ist uns Folgendes aufgefallen. Das sind die Scheiben, da sind so komische Risse drin und das ist nun wirklich blöd bei einem U-Boot auf jeden Fall. Da haben wir gesagt, okay, wir wollen ja so einen Talk machen für den Kongress, also müssen wir ein bisschen wissenschaftlich da rangehen und haben nochmal so eine Testapparatur gebaut. Das ist diese Kammer, die man hier vorne sieht und haben da jetzt diese U-Boot-Scheiben mal eingespannt und Drucktests gemacht und haben vor allem so Zyklen getestet. Also wir haben jetzt auf
100 Meter das Ganze abtauchen lassen und haben das 6000 Mal gemacht, um zu schauen, gibt es irgendwie so Ermüdungsbrüche oder was ist eigentlich das Problem. Und wir haben das auch mit zwei Materialien gemacht. Wir haben das mit Polycarbonat gemacht. Das ist das, wo beim Wasserwerfer so die Frontscheiben draus gebaut sind. Und wir haben das mit Acrylglas gemacht. Das ist so das Plexiglas, was man so kennt. Und bei beiden Materialien haben wir nicht feststellen können, wo diese Risse herkommen. Und das noch dürfere ist, das hat tatsächlich jemand gerechnet, der normalerweise Flugzeuge baut und uns gesagt hat, die Scheiben können auf jeden Fall 200 Meter Wassertiefe ab. Dann hatten wir so einen Verdacht, haben gesagt, okay, vielleicht haben wir einfach diese Flanschringe zu doll angezogen und da sind irgendwelche Spannungen drin, die zum Problem werden, also haben wir die auch nochmal so richtig angeballert, die Schrauben, und das nochmal getestet, eigentlich alles falsch gemacht, was man so falsch machen kann, um der ganzen Geschichte irgendwie auf die Schliche zu kommen. Woran es liegt, dachten wir, können euch jetzt schöne Bilder präsentieren, wie so eine Scheibe kaputt geht in dieser Druckkammer. Das ist leider nicht passiert. Alles super mit diesen Zyklen, 6000 Zyklen jeweils, 100 Meter. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen so eine Scheibe noch kaputt machen für euch, um irgendwie ein schönes Video zu haben. Und haben wir also mal richtig Druck drauf gegeben, haben erstmal so 450 Meter oder so quasi abtauchen lassen aus einer Druckluftflasche und haben jetzt folgendes schönes Bild. Achtung, es flickert ein bisschen, aber genau. Ja, folgendes schönes Video für euch. Und leider sieht man da jetzt nicht, wie die Scheibe platzt, sondern man sieht, wie die Druckkammer kaputt geht bei 450 Meter Druckäquivalent. Das sind so Flanschdichtungen und da fängt dann halt irgendwie an, überall Wasser rauszukommen. Und die Scheibe hätte jetzt auch 450 Meter Wassertiefe überlebt. Blöderweise kommen wir da nicht weiter. Und falls jetzt irgendeine Person hier ist, die sich mit so die sich so mit Kunststoffen irgendwie gut auskennt, wir können gerne, vielleicht könnt ihr uns mal helfen, irgendwie, wie wir jetzt drauf kommen sollen, wo diese Risse herkommen. Vielleicht habt ihr da noch eine andere Idee, wie wir weiter testen können, weil das wäre so das Nächste, was man machen sollte. Gut, was lernt man daraus? Auf jeden Fall sollte man nicht nur der Berechnung vertrauen. Das sind dann immer so schön, da gibt es so bunte FEM-Bilder, wo alles irgendwie, wenn es grün ist, ist es gut, wenn es rot ist, ist es doof. Ihr müsst auf jeden Fall alle Systeme irgendwie auf Druck testen in real. Und das gilt, ein großer Rat jetzt auch für das U-Boot selber. Also bevor ihr mit dem Ding irgendwie tief abtaucht, müsst ihr auf jeden Fall das Teil mal ohne Person drin irgendwie runterlassen, an einem Seil oder so, und es ausprobieren, ob eure Berechnungen stimmen. Weil das wirklich das wäre ein doofer Fall irgendwie so. Was ist noch passiert? Serena, die Bilder gemacht hat, hat einen Preis gewonnen und irgendwann schickte mir ein Freund so ein Foto und sagte, ey Elias, du hängst in Tiflis unter so einer Brücke in Georgien. Oder Bilder von dir. Und ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Neben Serena hatten wir tatsächlich auch lange Zeit Begleitung von Christoph. Christoph hat einen Dokumentarfilm über das U-Boot, den Bau und uns ein bisschen gemacht und hat extra noch für heute Abend fertiggestellt, den Trailer online zu stellen. Der Dokumentarfilm wird auch irgendwann in Kinos zu sehen sein. Das werdet ihr dann spätestens auch auf entweder seiner oder unserer Seite erfahren. Auf unserer Seite, wir haben so ein kleines Blog, da sind ein paar Sachen aus dem Bau des U-Bootes dokumentiert und halt jetzt die Schaltpläne ganz neu. Wenn ihr einen See, einen Offshore-Versorger oder irgendwas anderes habt, was man U-Boot braucht, schreibt auf jeden Fall uns gerne eine Mail oder ihr euch mit Plexiglasfenstern auskennt. Und das war erstmal unser Talk und vielen Dank. Thank you, Nico and Elias. Ich habe gehört, dass ihr in Halle H später auch noch Q&A haben werdet. Aber wir haben tatsächlich noch ein paar, also wir haben ungefähr 10 Minuten noch Zeit für Fragen. Ich habe als erstes Mikrofon 1 gesehen. Two light-hearted questions. What kind of Wii controller did you use to control the sub? Are you doing this version in carbon as well? Because that's a premium choice, I think. How did you power the U-boat?
Okay, I can start. The controls are not wireless. They are very much wired. It's a Harting connector and a self-built switch box, which have all the wires in there. So you can either like do it from the front seats or from outside, as you like. But it's very much wired. No carbon is, maybe we do some nice seats out of carbon, some nice seat rest. We will figure this out, but it turns out it's not the perfect submarine material. For the battery, it's battery powered, and we got a big battery box underneath, and it's quite heavy, and we use this battery box as well to do a trim. And we can shift it with a hydraulic cylinder backwards and forwards, and so we can adjust it, that could be right level. And this is the big orange box which is underneath the submarine. You can see it in hole 8, and it's a forklift battery. So Mikrofon 3. Danke für den hervorragenden Talk. Kurze Frage zum Plexiglasscheibenriss-Ding. Und zwar, habt ihr darüber nachgedacht, vielleicht die Frequenzanregung durch den laufenden Motor oder so mit einzubeziehen in eure Tests? Haben wir nicht tatsächlich. Wir sind ein bisschen verwundert, weil wir waren ja am Ende jetzt sowas wie auf 15, 20 Meter oder so in dem See und die Berechnung war dann deutlich höher. So das Gefühl, es muss irgendwas anderes sein. Aber ich wollte das nur so als Idee reingehen. Gerne alle Ideen bringen, Dankeschön. Wir müssen irgendwie der Sache auf den Grund kommen, auf jeden Fall. So, das Internet hat ein Problem. Ja, eine Frage aus dem Internet, die ist zweimal gekommen. Wie hoch war denn der finanzielle Aufwand? Also was hat euch da Spaß gekostet? Habt ihr da einen Überblick drüber? Es ist schwierig zu sagen. Ich kann nur allen Leuten, es ist nicht so teuer. Also wenn ihr das wirklich vorhabt zu machen, macht es auf jeden Fall. Es geht. Und man muss noch mal eine Sache so ganz klarstellen. Ganz am Anfang steht so die Auswahl von einem geeigneten Druckbehälter. Und das ist das einzige Teil, was ihr nachher irgendwie nicht tauschen könnt. Und überlegt euch gut, was der Druckbehälter können soll. Und am Ende auch so ein Teil bauen lassen von Firmen, die sowas wie machen, ist nicht so teuer im Vergleich irgendwie so zu dem Rest. Nur so, also wir könnten jetzt auf jeden Fall ein besseres U-Boot bauen. Und ihr hoffentlich auch. Das wäre so eine Sache, wo man anfangen würde. Mikrofon 4. Also Daniel Düsentrieb wäre stolz auf euch. Ihr habt ja Risikoanalyse gemacht. Was ist denn sonst das wahrscheinlichste Szenario, wie ihr sterben würdet? Und wie viel Vorlaufzeit habt ihr? Also ist es wie im Hollywood-Film, dass erst dramatisch Sachen aufploppen oder ist Insta-Kill? Ja, ich glaube, es kommt jetzt so sehr drauf an, welches Szenario man nimmt. Nimmt man das Szenario, man hat sich irgendwie im Fischernetz verfangen und kommt nicht mehr wieder raus und irgendwie es kommt keine Hilfe, oder nimmt man das Szenario, man fällt in den Marianengraben aus Versehen rein. Was man ganz klar sagen muss, man hat das auf einem der Bilder am Anfang gesehen, so die große Schwachstelle am U-Boot ist der Turm, weil ich habe ja gesagt, runde Formen sind super, ihr habt euch vielleicht aufgefallen, der Turm ist eckig. Das war so eine, sagen wir mal, eine kleine Bausünde. Scheiß Idee eigentlich. Ja, kleine Bausünde aus dem Anfang, die sich dann in der Berechnung gezeigt hat, das ist so der Schwachpunkt, wo es auf jeden Fall als erstes das Blech zerdrücken würde. So, Mikrofon 3. Ich habe noch mal eine Frage zu dieser Zulassung. Also habt ihr da gar keine Papiere, keine Nachberechnungen und sonstiges und kam auch kein Prüfer vorbei? Also es ist so, bei Sportbooten, kurze Antwort, nein, bei Sportbooten generell. Ihr habt das nicht in Deutschland zugelassen, oder? Doch, das also ist, man muss einfach sagen, Sportboote generell sind nicht zulassungspflichtig in dem Sinne oder sind nicht prüfungspflichtig. Egal, ob du ein Motorboot hast, eine Segeljacht, solange man die rein privat, nicht kommerziell, nicht gewerblich benutzt, gibt es da keinen TÜV, der vorbeikommt. Es gibt da keine besonderen Vorschriften, außer man muss irgendwie Navigationslicht und einen Kompass dabei haben. Und insofern, das ist ein privates U-Boot. Wir haben nicht vor, irgendwie Leuten viel Geld dafür abzunehmen und irgendwie das als Business zu betreiben. Dafür ist auch nicht geeignet. Das war unser Spaßprojekt und insofern, so eine Zulassung in dem Sinne gibt es nicht. So, Mikrofon 1. Vielen Dank für den Talk. Ihr habt vorhin über Redundanz geredet, was eine tolle Sache ist. Jetzt frage ich mich, warum reicht für den Turm, für die Luke, ein einfacher O-Ring? Ja, das ist eine gute Frage. Nein, im Ernst. Ja, mach du mal. Ja, hallo? Oh. Feueralarm. Feueralarm. Okay, wir reden so weiter. Man muss halt sagen, der
Turm oder die Luke hat den großen Vorteil, da sind wir wieder, sehr gut. Das hat den großen Vorteil, je tiefer wir kommen, desto dichter wird es eigentlich, weil der Anpressdruck immer höher wird. Und insofern, ja, man könnte sich ja mit zwei O-Ringen mehr erreichen. Manchmal muss man sich fragen, wo ist es so falsche Sicherheit? Ist dann eh nur immer einer belastet oder so? Und gibt es einen kritischen? Müsste man sich alles mal angucken. Wir haben auf jeden Fall so Procedures, dass wir irgendwie den O-Ring nochmal genau vorher checken. Ist die Dichtfläche klar, bevor wir die Luke schließen? Sowas ist schon drin. Aber ja, ist sicher eine gute Frage. Ja, du hast recht. Mach da zwei O-Ringe rein, auf jeden Fall. Mikrofon 4. Hallo, ich wollte fragen, ob ihr euch zur Dekompressionskrankheit auch Gedanken gemacht habt. Also für Kuchen auf 11 Metern reicht es ja, aber wenn ihr 20 Meter taucht und Atemkalk und Sauerstoff dabei habt, habt ihr ja mit längeren Tauchgängen wahrscheinlich auch gerechnet. Und wenn ihr in dem Boot dann den gleichen Druck habt wie außen, wird das ja irgendwann schon ein Problem. Also wir haben im Boot tatsächlich Atmosphärendruck, also den Druck, der jetzt auch hier wäre. Dementsprechend haben wir kein Problem mit Sättigung des Gewebes mit Stickstoff oder solchen Geschichten. Hattet ihr nicht gesagt, ihr stabilisiert dadurch, dass ihr innen drin den Druck erhöht? Das muss man vielleicht dazu sagen, dass es bezieht sich nur auf den Heck, nur auf das Heck, auf den Motorraum. Der ist getrennt vom Innenraum. Das heißt, der Innenraum bleibt die ganze Zeit bei einer Atmosphäre, nur das Heck, das ist stabilisiert. Aber ansonsten wäre das genau der Fall, wenn wir das machen würden, wäre das ein Problem. Also es hängt auch eine Deko-Tabelle im U-Boot drin und wir haben auch vor dem Tauchgang geguckt, wo ist die nächste Dekompressionskammer und die ist in Leipzig im Uniklinikum. Mikrofon 2. Ja, man konnte auf einigen Bildern so schön sehen, wie ihr die Spanten eingezogen habt. Habt ihr die alle einzeln berechnet oder habt ihr so Pi mal Auge gesagt, Mensch, die 50 mm passen? Also es gibt so finite Elemente-Simulationen zu dem Druckkörper und da sind die auch mit drin. Und das war am Ende so, dass wir so lange da Stahl reingeschmissen haben, bis es irgendwie stabil genug war. Eben wie gesagt, was Nico schon gesagt hat, dass oben der Einstieg ist das große Problem und da sind auch tausende von Dreiecken und das liegt irgendwie daran, dass ich 2012 irgendwie, weiß ich auch nicht, was da los war, da habe ich das irgendwie eckig gebaut und da mussten wir damit weiterbauen. Das würde ich heutzutage so nicht mehr machen, auf jeden Fall. Man kann ziemlich genau sagen, wo es kaputt geht und es ist wirklich da oben an dieser Stelle und da ist, ja, also da sieht man auch so eine Ansammlung von tausenden von Dreiecken und so weiter und das ist der verzweifelte Versuch, diese eckige Form irgendwie stabil zu kriegen. Also habt ihr alles gerechnet? Ja. Okay. Mikrofon 4. Ich habe gleich drei Fragen. Erstmal eine kurze, der Druckausgleich in dem Maschinenraum, wird das auch in herkömmlichen U-Booten so gemacht oder woher habt ihr die Idee? Das ist das Prinzip der Druckkompensierung und das ist durchaus üblich. Es gibt da durchaus auch andere Konzepte, also Leute, die zum Beispiel dann so Motoren außen einfach komplett mit Öl voll machen, dass da keine Luft mehr drin ist und das Öl kann man dann nicht komprimieren. Oh ja, klar. Also ja, das nicht unbedingt bei allen U-Booten, aber das ist auf jeden Fall ein valides Konzept, was man machen kann. Auch wenn man so Lichter außen dran hat oder so, dann würde man die vielleicht auch Druck kompensieren oder eben mit irgendwas füllen, dass sie nicht mehr komprimierbar sind und dann macht man sich das Leben leichter damit. Ja. Mhm. Und habt ihr für eine tiefere Testphase eventuell irgendwie euch was überlegt, dass ihr das unbemannt tauchen lassen könntet? Ja, das wäre cool, wenn ihr jetzt einen See hättet oder so, der nicht in Sachsen ist vielleicht. Ja, also ich habe keinen. Aber das steht auf jeden Fall dann an. Ja, also jetzt, was die Ventile zum Beispiel betrifft, ob die irgendwie mit Servos gesteuert, ob ihr die Drucktanks auch irgendwie ferngesteuert. Ja, wir haben an diesen Tauchzellen außen tatsächlich so Blindstopfen, wo man auch Schläuche anschließen könnte. Dann könnte man einen 100 Meter Schlauch oder so nach oben führen und dann da das so fernsteuern. Das würde gehen, ja. Ja, okay. Und das Dritte war einfach nur, gibt es einen bestimmten Grund, weshalb ihr euch für Single Sideband für das Funkgerät entschieden habt? Ja, das Problem ist, man kann halt mit diesem Schallwandler nur eine gewisse Leistung übertragen. Und das ist auf jeden Fall die Modulation, wo man die gesamte Leistung, die man zur Verfügung hat, ins Nutzsignal quasi steckt. Mhm. Und das war so der Grund. Es gibt auch noch eine andere Geschichte, die konnten wir jetzt nicht erwähnen, aufgrund von Zeitknappheit. Kavitation ist auch so ein Thema. Also wenn dieser Schallwandler sich schneller zusammenzieht, als das Wasser von den Seiten nachströmen kann, dann entsteht da ein Vakuum und dann ist das die Übertragung gestört. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, mit so nutzlosen Dingen wie einem Träger oder so Leistung zu verbraten. Wir wollen einfach alles an Leistung, was wir haben, fürs Nutzsignal raushauen. Mhm. Ja, cool. So, letzte Frage, ganz kurz, Nummer 1. I already asked a question, there's somebody new there. Nummer 4. Okay, danke schön. Und zwar wollte ich nur fragen, wie habt ihr das Ballastabwerfen gelöst? Weil das ist ja eure letzte Sicherheitschance quasi, wenn alles andere fehlschlägt. Also wie kriegt ihr den los, dass das nichts reinläuft?
Ich habe da mal was vorbereitet. Also es ist so ein Schlüssel, der steckt in so einem Schloss, das seht ihr auf der linken Seite da jetzt. Eine Welle ist durchgeführt durch so eine Hülse und die Welle hat zwei Ohrringe tatsächlich. dichtet ab. Noch ganz schnell. Wir gehen jetzt runter zum U-Boot zurück und alle, die noch Fragen haben und vielleicht noch ein Bier oder eine Mate mit uns trinken wollen, kommt da hin und dann quatschen wir gerne weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr so viel Interesse hattet. Danke. Und wir bedanken uns bei Nico und Elias.